2, check, 3, check, 5, 7, 11, 13 und so weiter. Er spricht mich morgens nicht an, Dicker, vorsichtig. Ich bin auch so schön angepisst, nur weil es morgens ist. Deine genauen Worte sind mir doch egal an sich, es sei denn, sie handeln davon, dass du mir einen Kaffee bringst. Würde ich gerade eben einfach nur spontan überlegen, würde ich schlagen, umtreten, bloß deine Klappe zu tapen. Doch ich hab einen Grundsatz, weshalb ich davon absehe. Entscheidungen fälle ich erst nach einer Tasse Kaffee. Und manche haben es sich wirklich mehr verdient, sind scheinbar schwer verliebt darin, mich durch den Dreck zu ziehen. Ich wünsch euch Hodenkrebs, nicht wirklich, aber hoppsala. Knapp daneben traf es dann halt doch einmal die Prostata. Ey, damit hab ich nichts zu tun, war nicht meine spirituelle Vorstellungskraft, sondern sowas wie eine Mikrowelle. Klar könnte ich Leuten voodoo-mäßig auf den Sack gehen, doch Entscheidungen fälle ich erst nach einer Tasse Kaffee. Ihr habt's, wenn sie auf dir rumspringen, abwarten und Kaffee trinken. Und du willst sie alle umbringen, laut! Abwarten und Kaffee trinken. Du willst nicht, dass es eskaliert. Abwarten und Kaffee trinken. Handel schnell, bevor noch mehr passiert. Abwarten und Kaffee trinken. Wenn du mich verbesserst und dabei nicht recht hast, dabei aber so tust, als wäre ich der letzte Penner. Fuck. Und wenn ich mich dann auch noch gut zu benehmen habe, weil ich in der Hierarchie so weit unter dir stehe, dann kann ich nur schwer atmen, denn mir platzt der Kragen. Gehirn und die Faust, beide wollen dich jetzt schlagen. Was kann mich noch verarzen? Glück gehabt, da steht's. Entscheidungen fälle ich erst nach einer Tasse Kaffee. Wenn ich's mit nem Becher Kaffee grad noch in die S-Bahn schaffe und der alte Säcke quatschen, dass die Zeiten besser waren, bevor wir mit Flüchtlingen aus Syrien überschwemmt worden sind, bekommen die schon mal nicht Sympathie geschenkt. Doch werden dann verkorkste Argumente immer mehr. Wird der kalte Kaffee bitterer, na bitte sehr. Und ich kipp es hin ins Gesicht, denn ich kann es nicht mehr mit ansehen. Entscheidungen fälle ich auch mit einem Becher Kaffee. Yeah. Wenn sie auf dir rumspringen, abwarten und Kaffee trinken. Und du willst sie alle umbringen, laut! Abwarten und Kaffee trinken. Du willst nicht, dass es eskaliert. Abwarten und Kaffee trinken. Handel schnell, bevor noch mehr passiert. Abwarten und Kaffee trinken. Du brüllst vor Wut, doch der Dampf öffnet die Poren. Trink das Blut dieser Bohnen, sie sind gerade für dich gestorben. Die Halsschlagader ist nur noch eine einzige Schwellung. Du bist im Brennpunkt, doch das Aroma sorgt Behälschung. Hab ich zu viel Kaffee gehabt, finde ich langs keinen Schlaf. So werd ich morgens ohne Kaffee nicht wach. Und so fühlt sich morgens wieder alles an wie eine Treibjagd. Alles nicht so einfach, doch ich liebe mein. Ihr wisst schon, wenn sie auf dir rumspringen, laut! Abwarten und Kaffee trinken. Und du willst sie alle umbringen. Abwarten und Kaffee trinken. Du willst nicht, dass es eskaliert. Abwarten und Kaffee trinken. Handel schnell, bevor noch mehr passiert. Abwarten und Kaffee trinken.